Überschrift heute: Dach- und Dienstleistungsgenossenschaften. Stellen wir uns mal ganz doof, was ist das denn? Also die Antwort fällt gar nicht so leicht. Warum? Weil diese Vielfalt zieht sich auch bei den Dienstleistungs- und Dachgenossenschaften wirklich durch, wie so ein roter Faden. Wir haben mal versucht, das Ganze zu clustern, weil es so vielfältig ist. Es gibt da im Prinzip so drei Ansätze, die man denken kann. Das eine ist diese Dienstleistungsgenossenschaft, so wie ich sie gerade geschildert habe. Das, was Ballast ist, was andere vielleicht besser können und gemeinsam besser können, schieben wir in eine Dienstleistungsgenossenschaft rein. Zweiter Antritt ist aber tatsächlich, wenn ich groß denke und groß anfange, was zu tun. Also das, was wir heute als Überschrift auch haben, Quartiersentwicklung zu betreiben. Ich mache nicht nur Wohnen, sondern ich mache das, was um das Wohnen drumherum rankt, auch noch mit zum Gegenstand meiner Überlegungen und denke das schon mit, gestalte das mit und setze es dann um und betreibe es dann auch in der Praxis. Und dann gibt es noch so eine dritte Säule, wo wir gesagt haben, das versuchen wir mal vorzudenken, wie so eine Dienstleistungsgenossenschaft ausschauen könnte. Das ist tatsächlich das, was man in der Realität am meisten antrifft. Ein konkretes Projekt, also kein ganzes Quartier, sondern ein konkretes Projekt, was einer gemeinsamen Nutzung zugeführt wird. Klassischerweise ist ein Lebensmittelladen mit dabei oder ein Arzt, der mit dazukommt, der einfach für diese Menschen, die in diesem Objekt sind, dann auch sehr kurze Wege ermöglicht. Kasimir Bumiller von der Bolando EG. Bolando hat eigentlich mehrere Wurzeln, die so eigentlich gleichzeitig da entstanden sind. Im Moment geht es ums Wohnen im Alter. Passt ja hervorragend zum Thema Quartiersentwicklung. Ja, und das brauchen wir gerade auf den kleinen Dörfern, sonst sterben die noch mehr aus. Rendite in dem Sinn machen wir nicht, weil die Idee ist ja eigentlich die Rendite, die unsere Genossen von dieser Genossenschaft haben, ist die Tatsache, dass es dieses Gasthaus gibt. Ja. Unterstützt ihr sowas als Verband? Stimmt dieser Eindruck? Also wir bringen Menschen zusammen, die für dieselbe Idee auch brennen und lasst dort mal gemeinsam überlegen, was hat sich bewährt und was ist vielleicht auch ein Fettnäpfchen, was nicht unbedingt der Nächste dann auch wieder durchlaufen muss. Positive Beispiele, die da sind, die wirken einfach. Und da haben wir relativ früh dann genau diese Impulse hier bei uns in der Region auch setzen können. Neben mir Anita Geiser, Projektmanagerin Teilauto Neckaralp EG. Ihr seid ziemlich erfolgreich mit eurer Carsharing-Genossenschaft. Bei Carsharing-Genossenschaft muss ich immer daran denken, dass es so eine typische Genossenschaft ist, in der Menschen Mitglied sind, ohne zu wissen, dass sie in der Genossenschaft sind. Dazu muss man sagen, dass wir ja nicht von Anfang an eine Genossenschaft waren. Ja. Am langen Ende, am Ende des Tages muss die Kalkulation stimmen. Ja, auf jeden Fall. Unterstützt das die Kommune? Tut der Palmer was dazu? Deutlich. Das ist wirklich gut, da werden wir eingeladen, wir sind mit am Tisch und können zumindest mal unsere Haltung dazu abgeben und es wird auch gehört. Und in Tübingen kam diese Idee einfach super gut an, muss man sagen. Also großes Interesse, sodass schon relativ bald das Ehrenamt an Grenzen stieß. Also war klar, wir brauchen eine andere Rechtsform, eine, die passt. Ja? Und da hat man sich auf den Weg gemacht und war dann relativ schnell bei der Genossenschaft. Das Schöne ist ja tatsächlich, dass die Rechtsform der EG jetzt nicht nur für Privatpersonen zur Verfügung steht, sondern im Prinzip kann jeder Teil mitmachen. Da kann eine Kommune mitmachen, ein Unternehmen mitmachen, ein Verein, eine Privatperson, ein Investor. Autobauer in Baden-Württemberg. Ein Autobauer könnte auch mitmachen. Also insoweit, alle Möglichkeiten sind da und das macht es so spannend. Ihr seid zufrieden jetzt nach 3 Jahren EG? Würde ich sagen, ja. Weil es einfach, also wie wir finden, gut zu uns passt und diese Teilhabe möglich macht. Mara Roth ist Vorstand der Genossenschaft für Quartiersorganisation mit der sehr lustigen Abkürzung GECKO. Also die GECKO betreibt das Quartiersmanagement in einem Neubaugebiet in München. Die Idee der GECKO ist im Grunde genommen, alles rund um dieses Quartiersleben zu organisieren. Und dann waren wir eine Handvoll Leute am Anfang und haben uns dann dazu entschieden, eine Genossenschaft zu gründen. Also wer sind Mitglieder jetzt konkret? Sind das also 21 Bauträger? Nein, also die können auch Mitglied sein, aber das ist jetzt nicht sozusagen die Grundidee, sondern die Grundidee ist, dass die Leute, die dort leben, Mitglied bei der GECKO sein können. Ja? Dass es eine Institution gibt, die sich um alle Belange kümmert, wo alle Fäden zusammenlaufen, wo ich mich mit allen möglichen Fragen und Themen hinwenden kann, die ein Café betreiben und so weiter und so fort. Also das ist sozusagen der Grund, warum die Leute Mitglied bei der GECKO werden. Also Teile unserer Tätigkeitsfelder, die stammen noch aus diesem Konsortium der Bauherren, weil die haben bestimmte Mobilitätsbausteine zugesagt gegenüber der Stadt München zum Beispiel. Oder die haben zugesichert, Gemeinschaftsräume zu errichten. Im Hinblick auf eine Finanzierung
macht es sehr viel Sinn, die Bauherren natürlich mit einzubeziehen, weil also die Gecko finanziert sich hauptsächlich durch einen städtischen Zuschuss. Neben mir in der Runde Lukas Esper. Habe ich das richtig gesagt? Stadtplaner der Stadt Konstanz? Einer der Stadtplaner, ja. Wir haben ein großes Projekt vor uns, genau, den Hafner mit am Ende wahrscheinlich so 3200 Wohneinheiten über 20 Jahre zu entwickeln, 15 Hektar Gewerbe dabei, eigentlich von der Größe her ein Stadtteil. Wir haben sehr früh gesagt, wir wollen eben diesen Stadtteil nicht nur städtebaulich, freiräumlich was Besonderes machen, sondern auf der sozialen und gesellschaftlichen Ebene. Wir sind noch in einem sehr frühen Zeitpunkt, was uns aber auch die Chance gibt, sehr früh auch schon gewisse Dinge vorzudenken. Ich glaube, auch die Genossenschaft gibt dann einem auf der organisatorischen Ebene nochmal so eine Art Ermöglichungsraum, ja, wo wir auch noch Dinge auf einer ganz anderen Ebene weiterentwickeln können, über diesen baulichen Faktor erstmal hinaus. Für uns ist sehr wichtig, dass wir eben auch flexibel bleiben. Also die Gesellschaft verändert sich sehr stark, sehr schnell. Wie sehen Sie Ihre Aufgabe als Verband, jetzt jemanden wie dem Stadtplaner von Konstanz zur Seite zu stehen? Uns ist ja klar, dass es viele Ideen auch gibt, wie man es nachher umsetzen kann. Ich glaube, das, was wir leisten können, ist sehr eng uns zu vernetzen, im Gespräch zu sein und ein Stück weit immer wieder auch diese Beispiele, diese positiven, die heute auch angeklungen sind, reinzubringen. Dann bin ich tief und fest davon überzeugt, dass es nachher auf die Genossenschaft auch hinauslaufen will, wenn mir die Fantasie fehlt, was wirklich so stark sein kann, so nachhaltig gute Lösungen bietet, wie es die Genossenschaft kann. Und irgendwie muss es jetzt ja einem gelingen, als Region, als Bürgermeister vielleicht oder als Gewerbetreibender, ja, einen Schritt nach vorne zu gehen. Wie kriegen wir das Thema Leistung verkaufen trotz Pandemie hin? Wie bekommen wir das neu organisiert und auch das bürgerschaftliche Engagement, ja, gebündelt? Kleine Kommunen haben auch kleine Verwaltungen. Und da als Bürger zu sagen, hey, auch wir übernehmen die Selbstverantwortung für unseren sozialen Lebensraum, ja, und wir machen das mit euch zusammen. Im Miteinander geht es besser. Und wenn ihr miteinander redet, also Bürger, Einwohner, aber auch Verwaltung und Politik, also quasi dieser Trialog, wenn da gemeinsam was passiert, wenn die miteinander alle reden, dann kann quasi auch was Schönes daraus entstehen. Und gerade im Bereich der Quartiersentwicklung kommen diese ganzen Vorteile, die das Genossenschaftswesen hat, eben zum Tragen. Wir machen zunächst mal ein Erstgespräch mit mir und dann sondieren wir erstmal, passt es? Ist es was? Und dann melden die sich bei unserem Gründungsberater und der macht dann tatsächlich schon eine erste Beratung, okay. Danach auch noch Veranstaltungen, Webinare und sonstige Dinge anbieten, eine Plattform, auf der sich die einzelnen Initiativen vernetzen können. Das ist dann also auch für alle. Für genau, uns, ne, genau. Wir möchten ja, dass alle bestmöglichst in diesem Wettbewerb starten, weil wir möchten einfach langfristig die Projekte anschieben. Ich glaube, was uns auch heute gelungen ist, ist so ein Stück weit deutlich zu machen, was kann so eine Genossenschaft alles. Wir bleiben dran, wir haben Lust auf Genossenschaften, wir haben Lust am Gestalten. Und die Beispiele hier zeigen, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die genauso Lust darauf haben. Und das ist klasse.